Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und ich glaube zu einem neuen Versuch in der Arena hier in, ich weiß nicht mehr, City. Aber ja, hier stehen wir vor der Trainerin, die wir im letzten Part nicht geschafft haben. Fordern wir sie heute heraus und besiegen wir sie heute. Nur jenen, die reinen Herzen sind, gelingt es, die Reliveria Arena zu erklimmen. Ja, die Reliveria Arena. Ja, genau das war's. Die werden wir heute hoffentlich erklimmen und den Boss der Reliveria City Arena besiegen. Naja, wie schon im letzten Part festgestellt, ist mein Team hoffnungslos unterlevelt. Kein Pokémon Y, was nichts Neues ist, aber ja, habe ich mich gerade verklickt. Geben wir unser Bestes und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Heute mal jede Menge Versuche an den Trainern und an dem Champ der Arena, an dem Arena-Leiter. Der Champ ist es noch nicht, aber ja. Okay. Papageno, der wird es auch nicht schaffen. Der ist noch ein bisschen zu schwach. Ja, gut. Vielleicht kriegt das trotzdem mit Schnabel hin. Glut ist vielleicht nicht die richtige Attacke. Ja, die Attacken sind halt verdammt schwach. Können Sonnenfell nichts Wirkliches anhaben. Nicht wirklich. Ja, und da war es um ihn geschehen. Ja, meine Pokémon sind schwach, schwach, schwach. Wie muss ich das noch betonen? Ja, kommen wir erstmal durch diese zwei Pokémon hier. Und dann schauen wir mal, wie wir das in den Arena-Leiter schaffen. Ja, das ist mein stärkstes Pokémon hier, liebe Markus. Ich sag nur gute Nacht. Ja, ich glaube nicht, dass die anderen Attacken außer Psystrahl irgendwas bringen. Irgendwas Großartiges ausrichten. Und da ist Markus besiegt. Mein stärkstes Pokémon. Ja, schön. Das freut einen doch zu sehen. Los, Aquaknarre. Erik kämpft. Ja. Naja, das bereitet mir schon jetzt ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich will es gar nicht sehen, wie wir gegen den Arena-Leiter kämpfen. Aber es gibt ein paar Erfahrungspunkte. Ein neues Level für Erik. Immerhin. Level 14 für Lea. Das ist gut. Zwergina Level 17. Immerhin. Zermürben. Das ist keine schlechte Idee. Wie wär's denn mit Einigler dafür? So, Einigler vergessen. Zermürben. Das klingt doch sehr gut. Ein Lunastein. Ja, weiterkämpfen. Wenigstens diesen Kampf werden wir doch wohl irgendwie noch hinkriegen können. Ich versuch's mal mit Turbo Dreher. Lass das etwas wirken. Ja, gut. Das hat nicht so viel gebracht. Aquaknarre. Okay, ja, das damit lässt sich leben. Hypnose. Ach, das ist kacke. Na komm. Das ist jetzt der wievielte Ohren? Der zweite oder dritte. Ja, wir brauchen unbedingt ein paar Trainingsparts. Ach, das ist das Vitalkraut. Das brauchen wir. Das ist der Ersatzbeleber.
Ein Heiler gegen, ein Heilmittel gegen Schlaf haben wir jetzt nicht mit dabei. Der war ja irgendwie klar, dass Lunasteine Schlaf auslösen können. Ist naheliegend. Aber ja, dann hoffen wir es weg. Es wacht schnell wieder auf. Noch ist nicht Bettzeit, Erik. Erstmal musst du noch ein bisschen kämpfen, dann kannst du schlafen gehen. Oh, ist aufgewacht, sehr gut. Kann es noch ein bisschen was, oh, nicht nur ein bisschen was, sondern ziemlich viel anrichten. Und dann wurde es schon besiegt. Das Erik. Ja. Na dann, wie wäre es mit Balgoras? Den letzten Rast, den letzten Biss, den letzten Hieb. Na komm, noch einmal Biss. Dann haben wir es. Na komm, halt durch. Ja, hat sehr gut durchgehalten. So, Lunastein besiegt. Ja, immerhin. Da haben wir doch zumindest schon einen kleinen Erfolg für diesen Part. Ein neues Level für Lea. Sehr gut. Wie wäre es denn? Beschwörung? Ja, bringt doch eh nichts. 1, 2 und schwupp. Beschwörung vergessen und Rasierblatt erlernt. Nice, nicht schlecht. Dieser Kleine hat nur auf dich und dein Team gewartet. Zwangfähige mit 2640. Beunderung geht siegreich den Kampf gegen die erste Trainerin in diesem Part, in dieser Arena hervor. Diese Arena ist nicht die erste Trainerin, aber in diesem Part, in dieser Arena ist es die erste Trainerin. Na dann, hoch hinauf. So, ja. Na dann, mal schauen, wie wir weiter vorankommen. Jetzt müsste mal mein Pokémon-Team heilen gehen. Weil hier noch einen Kampf überstehen tun wir nicht. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Den würde ich vielleicht auch noch herausfordern, aber vielleicht gehen wir erstmal unser Pokémon-Team heilen, indem wir hier einfach runterklettern. Machen wir uns auf den Rückweg. Jo. So, nein, ich gebe noch nicht auf. Und ich gehe den Kapitulationsweg. Und den Siegesweg, je nachdem. Alles eine Frage der Perspektive. So. Dann mal schnell ins Pokémon Center. Geld haben wir noch nicht genug, um uns ein paar Tränke zu kaufen. Oder so. Ich glaube nicht. So. Aber trotzdem mal das Team heilen. Das war zumindest ganz gesund. Das war in Topform gegen den Arenaleiter antreten. Nein, zweimal müssen wir es nicht heilen. Das bringt nichts. So, was habe ich denn an Geld? Kann ich ein bisschen was verplempern? So, ein paar Supertränke kaufen. Wie viel habe ich davon? 11. Kaufen wir noch 5. Das macht Sinn. Dann haben wir jetzt, ich kann nicht zählen, 16. Ja, Beleber können wir noch nicht. Aber wir haben ja dieses Vitalkraut. Das muss was wert sein. Tränke haben wir jetzt auch genügend. Ausreichend zumindest. 16 Tränke dürften reichen. Können wir verpulvern. Ein Aufwecker sollten wir vielleicht noch mitnehmen, aber ja. Was soll's? Ich erwarte keinen Lunastein in diesem Kampf. So, die Trainer auf dem Weg haben wir, glaube ich, alle schon besiegt. Da können wir jetzt einfach vorbei. Jo. Na dann. Ich würde mal sagen, wagen wir uns an den ersten Versuch gegen den Arenaleiter. Benutzen wir ordentlich Tränke. Kann nicht schaden, Tränke einzusetzen. Die haben wir gerade eben besiegt. Na dann. Trauen wir uns mal, versuchen wir uns an den Wanderer vorbeizuschleichen. Wenn es nicht klappt, auch gut. Oder eher schlecht, aber ja, müssen wir kämpfen. So, eigentlich dürfte das doch sehr gut gehen. Ja, sagte er. Klettern und Pokémon-Kämpfe sind Denksport. Alles eine Frage der Logik.
Das habe ich bewusst so ausgesprochen, um euch zu triggern. Die Logik. Rihorn wird eingesetzt. Los, Lea. Ist mir gerade spontan eingefallen. Das mit der Logik. Rasierblatt. Lea gegen Rihorn. Bestimmt eine kluge Idee. Okay, gar nicht mal so schlecht. Aber ja, ist halt Level 15, Pflanzen-Pokémon. Ist vielleicht nicht der stärkste hier in der Arena. Versuch's mal mit Erik. Das ist schon im letzten Kampf bewiesen. 3 Pokémon, meine Güte. Ach du Schande. Na, das wird doch den ganzen Part füllen, oder was? Oh nein, Erik ist ganz gut darin, Gesteins-Pokémon zu besiegen. Sollten wir vielleicht mal mit nach vorne gehen nehmen. Balgoras, in das Gnet. So, na, das Gnet. Ja. Kriegen wir das auch mit einer Aquaknarre besiegt. Mit Aquaknarre erschossen. Ja. Morgen im Postillon. Na, das Gnet mit Aquaknarre erschossen. Ja. So sieht's aus. Könnte man doch mal einen Postillon schicken. Klingt nach einer guten Postillon-Nachricht. So, mach's alle. Nas genäht, erschossen. Besiegt. Erik erreicht Level 22. Sehr gut. Ich glaube, den können wir gebrauchen. Unix. Ohne Onix, nix los. Ach man, ja, meine Wortwitze sind scheiße, ich weiß. Ich streng mich immer wieder an, aber ja. Ich werde nicht mehr zum Wortwitz-Champ in diesem Leben, in dieser Story hier. In dieser Live-Story. Zwergina erreicht Level 18. Kalle besiegt. Ist der wirklich Kalle? Dieser Kampf war echt einfach zu hoch für mich. Zwangfree gewinnt 2352 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Wanderer hervor. Das ging jetzt zackig. Na dann, weiter hinauf. Und da wären wir schon beim Arenaleiter. Ich würde mal vorschlagen, mal kurz aus dem Beutel die Heilung organisieren. Ja gut, Lea ist jetzt besiegt, aber was soll es? So, mal schnell die Pokémon getauscht. Und dass Erik an der Spitze steht. Dann speichern wir mal kurz zwischen. So, alles klar. Und dann auf in den Kampf. Versuchen wir es mal. Versuchen wir mal, den Arenaleiter zu besiegen. Ich habe dich erwartet. Also jetzt nicht für dich im Speziellen, aber eben einen wirklichen Herausforderer. Meinen Hals, meine Arme und Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals zu meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicher nicht von Vorteil, aber im Pokémon-Kampf, ich weiß ja nicht. Wir werden es gleich sehen. Na dann, auf geht's. Giraffenmensch greift an. Versus Nino. Eine Herausforderung von Arenaleiter Nino. Okay, Erik gegen... Ja, Amarino. Ich weiß nicht, ob Aquaknarre da so effektiv ist, aber versuchen können wir es. Ja gut, vielleicht ist es doch die bessere Attacke. Oh wei, da sind wir schon paralysiert. Biss oder Turbodreher, versuchen wir es mal. Ich hoffe, wir werden nicht sofort besiegt. Okay, Erik hält es ein bisschen aus. Ist paralysiert. Oh Mann. Na komm, los, bis. Hau rein. Bodycheck-up gewährt. Ja, sehr gut. Okay, ja, da war Aquaknarre fast effektiver. Turbodreher, zeig mal her. Oh, Bodycheck. Oh, hat er ausgehalten. Na komm,
Na komm, Tomodrea, zeig mal, was du kannst. Ah, Abragnara ist ja das Beste. Ich versuch's mal mit einem Trank. Trank. Ich glaube, Erik ist hier das beste Teammitglied. Das, was uns am meisten weiterhilft. So, Amarino kriegen wir noch hin. Bodycheck. Au, verdammt. Aber es setzt zumindest ein klein wenig Schaden auf Amarino ein. Nur ein klitzekleines bisschen, aber ja. Zumindest etwas. Nach dem Erik halt durch. Aquaknarre. Na, das dürfte auch hinzukriegen sein. Na komm, noch einmal Aquaknarre. Todesmutig. Setzen Aquaknarre rein. Hypertrank. Ach du Mensch. Ach du Schande. Jetzt habe ich Mensch und Schande im einen einzelnen Satz gemacht. Im gleichen Satz. Fällt mir gerade mal auf. Und Erik wurde besiegt. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht, ja, aber nur vielleicht Markus, vielleicht mal Balgoras. Ja gut, ich glaube, Erik ist ja wirklich das Beste. Und damit seid gegrüßt, man nicht so sonderlich viel. Ist auch gleich besiegt. Ja, so viel dazu und dazu so viel. Rückstoß immerhin. Papageno. Du vielleicht. Du mit dem kulturiösesten Namen hier. Hoch zu Kiel. Naja, eher schlecht als recht. Felsgrab. Auwei. Ich sollte mal das Vitalkraut einsetzen und Erik wieder heilen. Langsam gehen wir hier die Pokémon aus. Ja, Erik war doch schon so gut im Kampf. Hoffen wir, dass Zwergina hier ein bisschen was aushält. Vitalkraut auf Erik. Na komm. Sehr gut. Bodycheck. Halt's durch. Ich sag halt's durch. Das sieht aber ziemlich schwach aus. Er hat's zwar durchgehalten, aber. Naja. Wir haben auch nur zwei Vitalkrauts. Oh, ist wieder komplett geheilt. Ein Top-Beleber also. Gut zu wissen. Vitalkraut ist wirklich eine geile Sache. Dann versuchen wir es mal mit Zermürben. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Na komm. Ich wollte gerade sagen, das muss doch was bringen. Ja, eher schlecht als recht, aber versuchen wir es. Na komm, noch ein kleiner Schubs. Schubs ihn in den Tod. Na komm, zermürben. Zermürbe es. So, Amarino besiegt. Nice. Da war es nur noch einer. Oder? Ein Pokémon noch. Markus Rechte 24. Sehr gut. Balgoras. Okay. Ja, da ist Erik vielleicht der gute Angreifer. Aber versuchen wir es mal mit Zwergina so gut wie möglich weiterzumachen. Okay, Zwergina ist fast am Ende. Ja, ich glaube auf Dauer ist das nicht so das Wahre, aber ja, einen Trank verschwenden wir noch. Was? Oh, Kacke. Den haben wir wirklich verschwendet. Ja, den wollte ich auf Zwergina einsetzen. Habe ihn auf den Falschen eingesetzt, der schon komplett geheilt war. Den Erik. Das geht hier leider in Pokémon Y, man kann hier wirklich Tränke verschwenden. Warum eigentlich? So, Aquaknarre, lass das was wirken. Naja. Na komm, halt aus. Auwei. Sehe schon, das wird spannend. Aquaknarre, na komm. Lass dich nicht so einfach besiegen, Erik. Auweia. Das war ein Volltreffer. Nein, Volltreffer war das nicht, aber. Au, wei. Na komm. Ach, verdammt, wieder verpulvert. Wie kann man denn hier Tränke verpulvern? Das ist doch kacke. Das ist. Ach. Mann. Markus, ja, jetzt nicht kämpfen, sondern mal Vitalkraut bereitstehen. Konzentration.
das letzte Kraut auf Erik. Er wird hier weggespannt. Der ist schon im gelben Bereich. Das können wir noch schaffen. Markus besiegt. Wir haben einen Starter, Buckmann. Oh Mann. Los, Erik. Du bist der letzte Überlebende im Team. Halt durch. Mach es alle. Na komm, Aquaknarre. Du hast den ersten Schlag. Facegrab. Halt durch. Na komm, und jetzt Aquaknarre. Komm, hau, renne. Was bist du? Warum darf der zuerst? Au. Ein KP noch. Verdammt. Balgoras besiegt. Das war sowas von knapp. Ein Rückstoß und ich habe verloren. Das gab's auch schon mal. Dass dann Rückstoß noch gekriegt habe und trotzdem verloren habe. Du besiegst Dino, Arenaleiter. Na bitte. Geh doch. Das war richtig knapp. Also so mies. So ein Mieps. Wirklich ein KP und ich noch ein KP mehr und ich wäre im Boden versunken. Hinter der Kamera auch, aber ja. Vor mir ragt eine Ehrfurcht. Ein ehrfurchtsentflößende Steilwand empor. Und diese Steilwand bist du. Naja, wir müssen auf jeden Fall noch einiges trainieren, um beim nächsten Arenaletter nicht genauso blöd dazustehen. Zangvieh gewinnt 8000 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Arenaleiter des nächsten Ordens hervor. Na gut, kann es mal erstmal weitergehen, aber trainieren, Übung. So kann das nicht weitergehen. Ich will hier keinen Pokémon Weiße Edition 2.0 sehen. Habe ich schon im letzten Part gesagt. Also da muss ich mir wirklich mal... Da muss ich mir auch mal selbst mal einen Einlauf verpassen hier. Damit ich mal hier... Ja. Trainiere. Jeden Trainer, auch so schmerzhaft sein mag. Jeden Trainer herausfordern und da die Erfahrungspunkte mitnehmen. Manchmal kann man sich noch so sehr strecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich und dein Team in Aktion gesehen habe. Ihr wollt doch... Da hat meine Stimme kurz versagt. Sorry. Ihr wollt hoch hinaus. Und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich den Wallorden verleihen. Der Wallorden. Da haben wir ihn bekommen. Zwangvieh hat von Nino den Wallorden erhalten. Mit dem Wallorden gehorchen dir ab jetzt alle Pokémon bis Level 40. Sogar per Tausch erhaltene. Oh, und das ist auch noch für dich. Zwangvieh erhält das Item TM39. Felsgrab. TM39 Felsgrab wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Die TM enthält die Attacke Felsgrab. Mit ihr kann ein Pokémon Felsen auf den Gegner werfen. Und ihm damit nicht nur Schaden zufügen, sondern auch seine Bewegungsfähigkeit einschränken und seine Initiative senken. Was auch immer. Ja. Du bist jetzt ein wahrer Meisterkletterer. Keine Felswand kann dich stoppen. Doch was bringen dir lange Arme und Beine, beziehungsweise deine Fähigkeit in anderen Bereichen des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Du musst dir zusammen mit deinen Pokémon überlegen, wie du ihre Talente fördern kannst. Durch hartes Training, bitteschön. Damit ihr immer gemeinsam lächeln könnt. Na dann. Hinunter haben wir es geschafft, haben wir den Arenaleiter besiegt, geht es zurück. Ja, haben wir es doch noch geschafft, hätte ich nicht erwartet, aber ja. Deinem Sieg über den Arenaleiter muss Anerkennung gezollt werden, daher habe ich deinen Namen in die Tafel
an diesen mysteriösen Arena-Statuen eingraviert. Danke auch Pokémon-Arena von Reliviera City, netter Nino, anerkannte Trainer Zwergenfee. Oh, mein Gegner noch nicht. Meine Generation ist der Rivale da schon vorher da gewesen. Hat den einen leider schon vor uns besiegt. Sehr gut. Dann mal schnell ins Pokémon Center und dann weiter, wo es mit der Story vorangeht. Ja, hier geht es direkt weiter mit der Story. Nach einer Arena muss es weitergehen. Schauen wir mal, was passiert. In dem Fahrradladen waren wir schon. Da haben wir schon geshoppt, haben wir schon ein Outfit geholt. So, hier gleich die nächste Route, wo es weitergeht, oder was? Ich speichere mal kurz den Erfolg. Den knappen Erfolg müssen wir mal speichern. Fahrrad können wir auch mal zeigen. So in die andere Richtung. So, mal die Route noch abfahren. Nochmal durch Reliviera City touren. Jo. Und dann geht es wahrscheinlich dort direkt weiter. Dann gehen wir auf die nächste Route, auf den nächsten Weg. Nächste Stadt. Zum nächsten Orden, zur nächsten Herausforderung. Mal schauen. Der steht im Wege rum. So, klimm hier runter. So, hier über die Brücke vermute ich mal. Ja, da werden wir auf dem Menhirweg, auch bekannt als Menhirweg, Route 10. Eine Beere. Japan-Beere erhalten. Na super. Trainer auf der Route, die wir nicht umgehen sollten. Alles klar, okay. Ja, hier noch ein Kampf am Ende des Parts. Ja, ich glaube, wir machen gleich das Ende des Parts. Weil, ja, wir haben schon heute einiges geschafft und braucht man nicht noch lange machen. Ein Stein ist ein Stein. Ist ein Stein, ist ein Stein. Okay. Ein wenig verwirrt. Drei Pokémon, ein Touristen von Verena. Verena greift an. Mit ihrem plauschigen Pflanzen-Pokémon. Hublepuff. Was? Hufflepuff? Hufflepuff? Ja. Sind das hier Hogwartshäuser oder was? Ja. Na dann Markus, Feuer-Pokémon, greift das Hufflepuff, das Hufflepuff. Nitro-Ladung, das wird doch wohl erledigbar sein. Machen wir kaputt. Jo, in einem Hieb. Käfersammlerin. Machen wir alle. Wird keine schwere Herausforderung sein. So, Azumarill. Was? Jetzt ein Wasser-Pokémon auf einmal. Naja gut, wir versuchen es mal. Psystrahl. Den Versuch ist es wert. Ist ja nur Level 19. Dürften wir vielleicht irgendwie hinkriegen. Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon ist nicht gerade das Klügste. Aber ja. Hoffen wir das Beste. Ein Igler. Ja, wenn der nur ein Igler einsetzt. Das blaue Überraschungsei. Da können wir dann auch weiterhin kämpfen. Na komm, noch ein Stoß. Ein kleiner Stoß. Ja, setzt du ruhig weiter ein Igler ein. Das nützt dir nicht so viel. So, Psystrahl. Setzt dem Ganzen ein Ende. So. Azumarill besiegt. Hässliches Ding. Das Handy vibriert. Nachricht von jemandem. Jetzt nicht. Neue Levels für meine Pokémon. Und weiterkämpfen. Du Miese. Okay. Das machen wir auch platt. Mit Feuerwirbel. Okay, wehrt die Attacke ab. Ja gut. Das war jetzt nicht geplant. Wie wärmst du denn mit Nitro-Ladung? Wärmst du das auch ab? Oder steckst du das ein? Okay, sie steckt es ziemlich gut ein, die Dummiese. Das Dummiese. Es steckt ein.
Na komm, Mithronan und die sterben, um diesen Part zu enden. Ist erstaunlich ineffektiv. Oh nein, keine Schlafenattacke. Psystrahl, bringt das etwas mehr, oder? Ja, dieses Pokémon ist ziemlich hart im Nehmen. Aber es ist verwirrt. Verletzt sich selbst und bringt sich selbst den Tod. Auch gut. So, da haben wir es besiegt. Haben wir den Trainer besiegt. Level 25 für Markus. Sehr gut. Level 19 für Zweigina. Also viele neue Level in diesem Part. Nice. Stein oder nicht Stein? Das ist hier die Frage. Zweigina gewinnt 3040 Pokémon dann und geht sich aus dem Kampf gegen die Shakespeare-Dame hervor. War doch von Shakespeare, oder? Ja, wie auch immer. Dummchenau, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr, das ihr fast verpassen wollt. Ich verspiele mich jedes Mal bei dieser Verabschiedung. Was soll's? Lasst ein Abo da, Däumchen. Haut da rein, habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao!